Liebe Ariane, herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist. Und ich möchte dir vorab von ganzem Herzen für dein wichtigstes Gut danken, nämlich für deine Lebenszeit. Vielen Dank, Ariane. dass du mich eingeladen hast und ja, dass wir ins Gespräch gekommen sind, freut mich sehr. Ich danke dir, dass du die Einladung angenommen hast. Eine gemeinsame Bekannte, die ich auch in der Corona-Zeit kennengelernt habe, hat mich auf dich aufmerksam gemacht. Und hat mir ja diese Bilder, die man schon auf dem Cover gesehen hat, zugeschickt. Und du bist ja Bildhauerin, du bist Kunstlehrerin und du bist auch noch Sozialpädagogin. Ein super Dreiklang ist das, finde ich. Und ja, wir treffen uns heute, um mal über diese Skulpturen, über diese Köpfe, die dort mit den Gesichtern, die dort entstanden sind. Du kannst das am besten erzählen. Vielleicht magst du einfach von vorne anfangen. Wie ist das zustande gekommen? Gerne. Ich bin in einem sehr multikulturellen Gymnasium Kunstlehrerin und das ist die 8. Klasse, der ich die Aufgabe gestellt habe, einen menschlichen Kopf zu formen. Und das war mitten in dieser, im Herbst 21, später Herbst 2021, also das war noch in der Zeit, wo Maskenpflicht war in der Schule. Und jeder bekam einen Batzen Ton und hatte die Aufgabe, da einen menschlichen Kopf herauszuformen. Und natürlich habe ich denen Anleitung gegeben, um möglichst nah an der Anatomie zu sein, um ihre Klassenkameraden noch mehr zu beobachten, wie ist der Kopf aufgebaut. Und es hat mich schon sehr erstaunt, dass während dieser Arbeit es einfach eine sehr auffallend ruhige Konzentration in der Klasse war, was nicht immer so der Fall sein muss. Und als die Köpfe fertig waren, habe ich festgestellt, dass mehr als die Hälfte, also fast 2/3 der Klassengröße, keinen Mund gestaltet hat. Und nicht, weil sie irgendetwas ausgespart haben, sondern bewusst einfach diesen Part einfach beim Ton einfach nur glatt gewischt haben. Einer hat eine Maske auch gestaltet und ziemlich erschreckende Augen auch. Das ist, glaube ich, auch hier gezeigt, dieses Foto. Ja, hat das eben die Maske selbst zum Thema gemacht. Aber die anderen haben dieses Thema einfach weggestrichen, sozusagen am Ton. Ich habe dazu, also ich habe auch nicht gesagt, sie müssen das machen. Ich habe auch nicht irgendwann gesagt als Lehrerin, sie sollen das thematisieren im Moment, das Maskentragen oder so. Also das kam wirklich von den Schülern selber und ich habe das auch nicht weiter beeinflusst. Ich habe nur am Ende der Arbeiten gesagt, dass es mir auffällt und dass es mich zutiefst berührt, dass das Köpfe ohne Münder sind. Das heißt, Und du ich hast die Schüler damit konfrontiert und hast sie darauf aufmerksam gemacht. Hast du sie gefragt, warum das so zustande gekommen ist? habe sie nicht gefragt, warum. Ich habe sie gefragt, also ich habe gesagt, dass ich ziemlich berührt wäre, dass das so passiert ist und habe ihnen die Möglichkeit gegeben, dazu was zu sagen. Da kam aber nichts. Das wurde nicht verbalisiert und da es sich auch um einen künstlerischen Prozess gehandelt hat, der, finde ich, genug selbstsprechend war, ja, fand ich einfach eine Beschreibung der Tatsachen, die zu sehen sind, auch angemessen, ohne dass ich da jetzt in eine etwas interpretierend oder analysierend oder so. Und ich glaube, das hat dann denen auch den Raum gegeben, überhaupt diese Offenheit zu haben. Ja. Und wie man das kennt, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ja, das hat mich auch sehr berührt. Mein Sohn kam dann auf mich zu mit seinen 18 Jahren und meinte, Mama, das musst du ausstellen. Und mit diesem Hinweis bin ich dann auch zur Schulleitung gegangen und die hat auch größere, für 70 € größere Abzüge von den Fotos von diesen Köpfen gemacht.
Und die hatten wir lange bei uns im Atrium. Aber es wurde auch nicht in der Schule verbalisiert. Also niemand hat mich besonders angesprochen vom Kollegium. Also das Kollegium, die Schulleitung und so weiter, die haben das auch gesehen, diese Skulpturen. Genau. Und die haben auch, sie haben sich auch betroffen gefühlt, aber es wurde nicht jetzt verbalisiert. Also in dieser Zeit wurde ja in der Schule, durfte man ja nicht sagen, ob man das gut findet mit der Maske oder nicht gut findet, wie es einem geht damit. War ja völlig egal, es war zu tun. Ja. Ja, und mir wurde einfach auch sehr bewusst, dass in dieser ganzen Zeit, wie wichtig das menschliche Lächeln ist. Also in Form von Sprache und auch mich hat das ziemlich auch, es war für mich eine psychische Belastung in dieser Zeit auch, Jugendliche und Junioren zu unterrichten, wo ich nur die Augen sehe, die sprechen auch, aber es ist extrem reduziert. Man kann nicht wirklich eine Reaktion eines Jugendlichen feststellen in bestimmten sozialen Situationen, wenn man nicht das komplette Gesicht sieht. Ja. Und man kann auch als Lehrerin nicht so viel Wärme rübergeben, wenn man nicht lächeln darf. Also das war für mich eine erhebliche, auch von der sozialen Kommunikation eine erhebliche Einschränkung. Ja. Und auch die psychische Belastung, die da mitwirkt, ne? Ich will das jetzt nicht alles auspacken, aber alleine schon die Tatsache, wenn ich diese Maske nicht tragen möchte, aus welchen Gründen auch immer, und ich muss sie tragen, entsteht ja in mir eine Ambivalenz. Ich werde jetzt gezwungen, etwas zu tun, was ich nicht machen will. Das alleine reicht ja schon aus, um nicht du selbst zu sein und ja, in Richtung Krankheit zu gehen, ne? Weil es nämlich von der Natur weggeht und alles, was von der Natur weggeht, ist unnatürlich und macht uns krank. Und wenn man dann noch auf die kleineren gehen, auf die ganz kleinen Kinder und so weiter, wir wissen, wie die lernen durch Mimik, Gestik, Nachahmen, Gucken und so weiter. Und Genau. da haben wir diverse Berichte gelesen, dass Kinder jetzt Probleme haben zu sprechen und so weiter und so fort. Ja. Und es zeigt auch nochmal, weil ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen bezüglich der Eltern sind. Ich habe ganz viele Eltern auch kennengelernt, die gesagt haben, ach, mein Kind macht das gar nichts aus. Das hat sich schon dran gewöhnt. Das macht das so klasse und super. Und da sehen wir ganz deutlich, viele Jugendliche und Kinder sprechen nicht, weil sie so eine unglaubliche Angst haben zu sprechen. Und deswegen finde ich das so toll, dass ihr da dieses Projekt gemacht habt und da wieder was ans Tageslicht kommt, nämlich dass die Kinder und die Jugendlichen das in sich tragen und sich nicht trauen, das nach außen zu bringen. Gerade gestern hat sich ja Herr Lauterbach als Gesundheitsminister in der Tagesschau entschuldigt dafür, dass die Maßnahmen zu hart gewesen sind für Kinder und Jugendliche. Er hat auch gesagt, dass besonders die Lockdowns eine zu harte Maßnahme gewesen sind. Auf die Masken weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht gehört, dass er da eingegangen ist. Aber ich finde, wenn die Gesellschaft jetzt dabei ist, langsam Eingeständnisse zu machen, das heißt, es entsteht plötzlich ein Raum, dass man darüber sprechen darf und das auch reflektieren darf, muss man sich einfach auch mal bewusst machen, was das für Kinder und Jugendliche ungefähr mit 14 Jahren bedeutet, ihren Mund verboten zu bekommen, ihren Mund einfach wirklich auch unsichtbar werden zu lassen. Also egal in welcher Art von Gesellschaft man jetzt lebt, ob man in einer demokratischen Gesellschaft lebt, wo man mit 13, 14-Jährigen anfängt zu diskutieren, Dinge von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, also in eine explizit dialogische Auseinandersetzung über das Leben und die Welt zu kommen. Oder ob man jetzt in einer
diktatorischen Gesellschaft oder primitiv einfach gestrickten Gesellschaft, wo es nur eine Art gibt, wie man überleben kann, dann bekommen aber in diesem Alter die Jugendlichen eine ganz klare Sichtweise, Doktrin vermittelt, nach der sie ihr Sprechen und ihren Mund und ihre Äußerungen auszurichten haben. Ja. Sie bekommen aber dann eine extreme Orientierung, sage ich mal, ohne das Ganze jetzt werten zu wollen, eine extreme Orientierung an die Hand, wo es kein Abweichen davon gibt. Oder sie bekommen die Möglichkeiten eben einer Vielfalt. Aber dass eine Gesellschaft in diesem Alter den Mund weggebeamt oder verboten hat, in dem Maße, wie das in dieser Corona-Zeit durch die Maskenpflicht passiert ist, was da psychologisch passiert ist, kann ich mich nicht daran erinnern, je von so einer Gesellschaft gehört zu haben. Es kommt für mich so vor, als ist das ein soziales Experiment, was es noch nicht in der Form so gab. Und ich meine, es ist nicht ein Experiment, was man jetzt mal für 3 Monate gemacht hat und danach gibt es einen tollen Erfahrungsaustausch, weil das so spannend war, sondern es ist ein Experiment, was über 2 Jahre gelaufen ist, für Kinder und Jugendliche mit verschiedensten Arten von harten Lockdowns, Maskenpflicht, Tests und so weiter, in verschiedenen Rhythmen immer wieder verändert, ja, so dass man sich auch an keinen wirklich gewöhnen konnte. Und ja, das muss über das, was ich weiß, muss ein Identifikations Problem in den Jugendlichen über ihre eigenen Äußerungen, und ich meine, wie wichtig sind eigene Äußerungen über eigene Gedanken oder allgemein, wenn ich sie so stark vorgegeben bekomme, über Gedankenstrukturen, Ja. die sich bilden müssen, damit ich einen Standpunkt in der Welt, klar sprechen kann, mich klar äußern kann und auch klar teilnehmen kann. Und ich denke mal, wenn die Gesellschaft dabei ist, sich zu entschuldigen, dann reicht es sicherlich an dieser Stelle nicht nur, dass das Wort Entschuldigung fällt. Dann muss an dieser Stelle, was jetzt dieses Identifikationsproblem ausmacht, denke ich, sollte die Gesellschaft die Chance nutzen, verstaubte Strukturen, die in der Schule immer noch gehandhabt werden, wie zum Beispiel ein Lernen im 45-Minuten-Turnus, wo ständig immer wieder etwas Neues vorgegeben wird, was zu verdauen ist, ja, dass man einfach jetzt ganz explizit Räume schafft im Stundenplan, im Alltag, im täglichen Alltag, wo es um Gedankenaustausch und Dialog geht, um das also sozial ein bisschen versuchen nachzuholen. Ariane, ich hör dir sehr, sehr gern zu, weil ich finde, dass du eine Klarheit hast und die Dinge so auf den Punkt bringst. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Du hast so viele tolle Sachen gesagt. Wir können natürlich nicht auf alles eingehen, sonst sitzen wir hier 7 Stunden, aber wir können uns ja wieder treffen. Sozialexperiment, so habe ich es auch beschrieben. Ich habe gesagt, das ist das größte Sozialexperiment aller Zeiten live. Ja? Milgram-Experiment habe ich gelesen, Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, Orwell habe ich gelesen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir es live erfahren. Und du wolltest auf Richtung, du wolltest auf Struktur, Halt und Sicherheit, ne? Weil das haben wir ja, das hast du ja beschrieben, das wurde den Kindern genommen. Ihnen wurde nicht mal eine Richtung vorgegeben, so wie das in anderen geschichtlichen Ereignissen so üblich war. Und das ist ja auch passiert zu Beginn, als die tödlichste Pandemie aller Zeiten ausgerufen wurde. Da wurden ja die Kinder nach Hause geschickt, ne? Und dann wurde gesagt, so jetzt erledigt ihr zu Hause die Aufgaben, wir schicken euch das zu und ihr schickt uns das wieder zurück. So bedeutet, die Kinder waren auf einmal Selbstständige, so wie ich hier. Ja. Und ich habe mit, ach, ich weiß es nicht, ich habe mit so vielen Eltern gesprochen, Lehrern gesprochen, Kindern gesprochen. Und
Ich habe immer die Frage gestellt, warum? Warum werden die Kinder jetzt zugeschmissen mit Aufgaben? Die Kinder haben ganz andere Sachen in ihrem Kopf, schon vor Corona. Ja, die haben dann, ja, da kommt die Liebe, da kommt die Entdeckung des Geschlechts und alles das, was da so kommt. Damit sind die schon ausgelastet. Und dann kommt auch noch das dazu. Und dann wird nicht hergegangen und wird mal psychologisch irgendwie aufgefangen, sondern es wird gleich irgendwie zugeballert mit Aufgaben und nicht mal erklärt, ihr seid selbstständig. Und wir lernen uns jetzt mal selbst kennen. Was sind wir überhaupt für ein Typ? Brauchen wir für uns selbst einen Plan? Machen wir das nach Bauchgefühl und so weiter, ne? Und dann auch mal darüber zu sprechen, wie geht es euch denn mit Corona und so weiter und so fort. Ja. Ja. Plus die ganzen anderen Dinge, die da so passiert sind. Es gab dann vom Land ein Projekt Aufholen nach Corona und wir konnten an Schulen besondere Gelder ab anzapfen, um dann mehr Kunstprojekte zu machen. Das fand ich einen sehr wichtigen und guten Beitrag. So konnte man schnell handeln und einfach, das denke ich, dass da die Kunst und auch die Musik eine besondere Aufgabe haben, da die Seelen wieder zu beleben, sage ich mal, dass das Sprechen auf verschiedensten Ebenen wieder zu fördern. Räume des Dialogs sollten geschaffen werden. Und was ich finde, was auch sehr stark passiert ist in der Gesellschaft dann, ist, dass bestimmte Meinungen und Wahrnehmungen nicht gesagt werden dürfen. Und das, denke ich, ist sehr wichtig, dass wir das aus unserer Gesellschaft wieder rausschmeißen. Also, dass da Schubladen für solche Gegner oder Querdenker oder was, also ein gesunder Mensch, denkt, ich würde eigenständig sagen, ja. Und da gibt es quer, hoch und tief und drunter und drüber und das ist Lebendigkeit. Ja. Und Jens Und Spahn denkt zweimal um die Ecke. ja, und das ist einfach wichtig, dass die Vielfalt des Denkens, besonders in einer globalen Gesellschaft, dass wir das als ein Reichtum wahrnehmen und nicht als einen existenziellen Angriff. Und das so wie wenn ich eine gute Standhaftigkeit habe, dann kann ich auch mit einer Vielfalt umgehen. Und ich denke, diese Standhaftigkeit sollten wir entgegen aller wirtschaftlichen Tendenzen, denen die so wirken, sollten wir die Kinder schützen. Also zum Beispiel, dass auch Geschlechtsidentifikation, ja, dass man auch wenn das schwankt, nicht plötzlich hingehen soll und da ein riesen Fass auftun soll, ja, sondern es gibt immer Leute, die bestimmte eigene Wege gehen, aber das muss man nicht als Gesellschaftsphänomen hochstilisieren, weil dadurch einfach auch bestimmte Strukturen, Orientierungen und Familienbande nachhaltig zerstört werden und auch Kinder in diesem Alter nicht mehr lernen, diese Strukturen zu erfahren, auszuprobieren und auch als lebensbejahend wahrzunehmen. Und da gibt es so viele im Moment wichtige Dinge, wo ich denke, das ist wichtig zu stärken, eben auch zum Beispiel Werte in dieser Corona-Zeit. So, du sollst deinen Mund halten und damit schützt du deine Großeltern. So, das ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Indem ich mich entwickle und ein starker Mensch werde, werde ich ein Grundstein für meine Vorfahren und Familienmitglieder, ja, werde ich ein starker Mensch dieser Gesellschaft. Und es wurden so viele Werte verdreht. Und ich denke, das ist einfach ganz wichtig, dass es einen ganz neuen Wertediskurs gibt. Also dieses, was auch passiert ist, dieses Zurückdrängen auf das Individuum, diese Vereinsamung, diese Depressivität, die daraus erfolgt ist, ja. Dass ich diese Wahrnehmung des anderen, es müssten eigentlich ganz viele soziale Programme an Schulen laufen, um das zu üben in Ja. Spiele, Freude
um einfach einem gewissen tendenziellen Narzissmus in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Und alle menschlichen Werte beruhen eigentlich auf der menschlichen Fähigkeit, den anderen losgelöst von mir selbst wahrnehmen zu können und Empathie zu entwickeln, Wahrhaftigkeit auch dem anderen gegenüber zu zeigen, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, alle diese ganz wichtigen menschlichen Werte, über die sich die Weltreligionen über Jahrtausende einigen, Philosophien, die sich bewährt haben, das brauchen wir als Menschen. Absolut. Ich hab ein kleines Beispiel dazu. Ich mag dir in aller Kürze eine Geschichte erzählen. Ich habe heute Morgen schon mit einer Klientin gesprochen. Ungefähr im Alter zwischen 12 und 14. Die war letzte Woche Dienstag in meiner Entwicklungsstätte. Und die Entwicklungsstätte findet online statt. Da treffe ich mich mit Kindern und wir machen sowas wie Psychohygiene, Persönlichkeitsentwicklung und sprechen über aktuelle Themen wie Mobbing, ja, und so weiter. Ja, die nehmen alle so unglaublich viel für sich mit und es freut mich immer total zu hören, dass die Eltern mir immer wieder berichten, regelmäßig tatsächlich, dass die Kinder das regelrecht zelebrieren, diesen Dienstagstermin. Und das, so. Toll. Und jetzt war diese Klientin, mit der ich heute Morgen telefoniert hatte, war letzte Woche Dienstag dort. Und wir haben über das Thema Gewalt, Computerspiele, Internet, Sucht gesprochen. Und das war so interessant, weil die anwesenden Kinder und Jugendlichen haben mit mir diskutiert. Wir diskutieren miteinander. Und heute Morgen sagte das Mädchen zu mir, ja, das wäre für sie, es hätte ja, das war gut, aber es wäre für sie befremdlich gewesen, dass die Kinder und Jugendlichen mit mir diskutiert hätten. Weil ich wäre ja schließlich ein Erwachsener. Ja, und dann habe ich ihr ein paar Fragen gestellt, um natürlich auf den Kern zu kommen. Und der Kern ist einfach, sie hat die Erfahrung gemacht, dass wenn sie jetzt in der Schule oder woanders wo vor Erwachsenen die Meinung sagt und so weiter, dann kriegt sie einen auf den Deckel. Und da siehst du, wie verrückt das eigentlich alles ist. Und die Geschichte habe ich jetzt erzählt, um das, was du gerade gesagt hast, nochmal zu bestätigen. Wir müssen wieder anfangen, miteinander zu sprechen und uns zu öffnen. Und auch meine Brand heißt ja nicht umsonst Kraft deiner Gedanken. Und auch die Gedanken aufzuräumen, weil wir wissen ja mittlerweile, dass wir circa 60.000 Gedanken pro Tag denken und dass der meiste Kram davon sich einfach ständig wiederholt und kompletter Müll ist, weil es destruktiv ist und uns schadet. Und da müssen wir anfangen, bei uns selbst und dann auch mit den anderen Leuten zu sprechen. Ja. Und was das Tolle ist, finde ich, dass ich nicht also mich erst äußern darf, wenn ich schon mich ganz auf meine Meinung festgelegt habe, sondern dass ich mich ausprobieren darf im Dialog mit anderen, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden, links, rechts, oben, unten, quer oder Ja. wie auch immer, ja, oder von Form, sondern es ist ja in der Dialog ist ja ein unheimlich kreativer Prozess. Und eigentlich ist er am spannendsten, wenn ich auch nicht an meiner Meinung festhalte, dass ich sie gebe, aber ich komme wieder durch die anderen Beiträge auf neue Gedanken und Ja. so entwickeln sich wirklich neue Ideen. Ja, und das ist, und das kann ja in dem Klima, was jetzt eben mit erstmal Mund verbieten und dann eben immer noch nicht offen sprechen dürfen. Und dann kommt noch dieser Perfektionsanspruch dazu, den die Jugendlichen von sich selber schon, finde ich, extrem stark haben. Und also das ist ja ein unkreativer Boden, der da ist und der uns auch nicht zu den Lösungen bringen wird, die wir brauchen und die wir gemeinschaftlich in dieser Vielfalt finden müssen. Ja. Ich habe es letztens, oder ich sage das so, wie es ist, ich empfinde das so oder ich sehe das, und das, wenn man sich ein paar Dokumente durchliest, auch die Agenda 2030 und solche Geschichten, dann, und auch wenn man das nicht gelesen hat, man merkt doch als Mensch, wenn man das beobachtet, dass da die Kinder unterdrückt werden und dass die Familien irgendwie, kommt mir so vor, mit System versucht wird zu zerstören. Wie Weil an das fest?
Bitte? An was machst du das fest? Naja, zum Beispiel, wir nehmen ein Beispiel. Die Schule und die Behörden übertragen einen unglaublichen Druck auf die Eltern. Das Kind muss dahin gehen zur Schule, es wird gezwungen. Und wenn das Kind jetzt aufgrund dieses Systems Schule Schwierigkeiten bekommt, eine Angststörung entwickelt oder was auch immer, dann wird immer erfahrungsgemäß die Schuld aufs Kind gelegt und auf die Eltern. Und es wird auf Teufel komm raus versucht, das Kind wieder in die Schule zu kriegen. Und da wird überhaupt gar kein, also da legt man gar keinen Wert drauf auf die Gesundheit des Kindes. Es geht nur darum, dass Schulpflicht ist und das Kind muss da sitzen. So. Und jetzt sind natürlich Eltern, die jetzt nicht so selbstbewusst sind wie du zum Beispiel, ja, und auch Angst haben, die versuchen natürlich, der Schule gerecht zu werden. So, das bedeutet, da wird das Verhältnis von Kind und Mutter umgekehrt, weil jetzt ist die Mutter nämlich Verbündete der Schule und versucht, das durchzudrücken. Ja, und das zerstört die Beziehung zum Ja, Kind. Ja. ja. Und alleine daran kann man das erkennen. Also ich sag mal, eine Gesellschaft, die eine Pflicht für etwas einführen muss, was eigentlich ein Bedürfnis ist, weil alle Kinder wollen von sich selbst aus gerne lernen. Das ist meine Erfahrung. Außer sie haben das über solchen Systemdruck, wie du da gerade das angesprochen hast, abtrainiert bekommen. Ja. Und ich denke, das ist, es ist ganz wichtig, und wenn man schon am Entschuldigen ist, dann kann man wirklich jetzt Staub wischen, ja. Also dann sollte man auch angucken, was das für ein Schulsystem ist und der Schutz, die Integrität des Kindes und der Familie sollte in einer gesunden Gesellschaft Vorrang haben. Absolut. Und wir haben schon zum Glück ein bisschen Vielfalt in den Schulformen. So, vielleicht, und nicht jede Schulform ist für jedes Kind gut. Und ich finde, da sollte man viel lockerer und unzensierter gucken. Ja, vielleicht braucht dieses Kind eine andere Schule. Also ich selber war auch so ein Fall. Ich wäre auf einer musischen Schule viel besser aufgehoben gewesen. Ich war ein Kind, mich brauchte man nicht zu zwingen, mir hätte man besser Angebote gemacht. Aber ich habe unter diesem Druck, der in der Schule ist, unglaublich gelitten. Und brauchte Jahre hinterher, um mich davon zu befreien, erstmal. Und ja, das ist dann echt Arbeit. Und man hat wichtige Jahre verloren. Und das ist irgendwie, das ist eine Energieverschwendung von einer Gesellschaft. Die kann man sich gar nicht mehr leisten, wenn man so viele Probleme hat wie wir. Also ich denke, also was ganz wichtig ist, dass die Kinder viel ernster nehmen, so wie du das in deiner Arbeit wirklich machst, dem eine Stimme geben, dem einen Raum geben und gucken oder vielleicht neu schaffen, Räume, wo diese Kinder in Ruhe lernen können. Also Kinder sind von Geburt an unglaublich interessiert und fleißig. Wenn sie es nicht mehr sind, dann haben die Erwachsenen das schon abtrainiert. Also wenn man wirklich bei Babys, wie sie da robben und sich wirklich so anstrengen, um einen Gegenstand zu erreichen, um sich hochzuziehen, um die Erwachsenen dabei zu sein und sie zu beobachten und zu kooperieren. Ja. Ich fall dir ins Wort, da komme ich gerade auf was Musst du ganz auch. Spannendes. Ich habe als Kind, das haben meine Eltern mir erzählt, unglaublich viele Fragen gestellt. Die Frage, warum, war ganz oft dabei. Eigentlich immer. Warum, warum, warum? Also warum ist das so, wie es ist? Ich wollte das verstehen, wie das ist. Und das ist ja eine Frage, die ich auch heute immer wieder stelle als Therapeut. Warum? Ich möchte immer den Ursprung rausfinden, weil da kann ich es nämlich lösen und dann hat sich es erledigt. Und wie du siehst, hätte man schon als ich 4 oder 5 Jahre alt war, wenn da ein Erwachsener gewesen hätte, der ein bisschen open-minded ist, wie auch immer, hätte erkennen können, in welche Richtung geht das für den Maurice. Und dann ging es ja weiter. Dann habe ich in der Schule, sind immer die anderen Kinder zu mir gekommen, wenn sie Probleme hatten. Die haben sich mir immer anvertraut, weil ich offensichtlich eine vertrauenswürdige Person war und weil ich auch noch ganz gute Tipps immer gegeben habe. Weil ich wusste immer, wovon die sprechen, weil ich das Gleiche auch selbst hatte. Und ich habe mich bei mir immer gefragt, wie kriege ich das weg? Und
Das ist das ja, ne? Dass wir auch da gucken, was sind die Talente des Kindes? Und das zeigt das Kind ganz von allein intrinsisch motiviert. Aber was wir probieren, ist dann irgendwie so eine Gleichschaltung zu machen. Alle müssen irgendwie das Gleiche machen und alle werden anhand einer Leistung oder anhand einer Vorgabe bewertet, ne? Was ja grundsätzlich schon mal totaler Käse ist, weil wenn du auf die Welt kommst und du hast ein unglaubliches Sprachtalent, ja, und ich komme auf die Welt und ich habe ein unglaubliches Sporttalent, das ist doch dämlich, dass wir beiden jetzt miteinander in beiden Disziplinen verglichen werden. Das kann ja, verstehst du, dann fängt das Konkurrenzdenken an, dann kommt der Vergleich, also all die Dinge, die total kontraproduktiv sind. Und dann, wie du es so schön gesagt hast, dann ist man irgendwann erwachsen, dann versteht man das, weil man beginnt, das zu hinterfragen und dann holt man sich das zurück, was man eigentlich von Anfang an im Rucksack hatte. Ja, das ist Das so. ist, das Das ist ist. definitiv so. Es ist irgendwie ein Kampf eigentlich gegen den Reichtum des Lebens, weil man ihn also um jeden Preis unter Kontrolle haben Ja. möchte. Und ich glaube, dass die Prozesse, die wir jetzt brauchen in unserer Zeit, um die globalen Probleme zu lösen, dass sie nicht von einer Instanz her kontrolliert gelöst werden können, Ja. weil sie so komplex sind, dass ich denke, sie müssen über Beratungsprozesse mit verschiedensten Menschen, jung, alt, von verschiedensten Religionen, Kulturen, muss darüber nachgedacht werden und müssen neue Lösungen gefunden werden. Und diese Vielfalt in diesem Dialog wird uns retten. Und nicht eine Person oder eine Instanz, also eine Instanz in Form von sehr wenigen Personen oder einer Person, die das versucht zu kontrollieren. Und dieses System sehe ich auch immer noch so im Schulsystem. Natürlich bin ich auch nicht dafür, dass nur das Individuum im Zentrum steht. Also das Individuum sollte, wie ich auch gesagt habe, Werte entwickeln, andere wahrnehmen und sich als Teil einer Gemeinschaft wahrnehmen und seine Fähigkeiten auch entwickeln, um ja, diese Gemeinschaft voranzubringen und zu bereichern. Aber also das sehe ich halt eben auch, das individuelle Gedanken, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht falsch verstanden werden oft dazu genutzt, eben immer nur das Individuum zu sehen und das denke ich, geht auch nicht. Man muss auch ein gutes Gefühl, eine gute Waage wirklich, eine gute goldene Mitte haben zwischen ja, der eigenen Wahrnehmung und der Wahrnehmung meiner Umgebung. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass die Leute Angst haben, dahin zu gucken und darüber nachzudenken, so wie wir beide das gerade machen, weil sie dann ja merken, ja, jetzt muss ich was tun. Das merkst du auch an Videos, die ich veröffentliche oder an Posts. Immer wenn es darum geht, jetzt musst du was tun, hauen die ab. Die Ja, warten also auf den Ritter in der goldenen Rüstung, der kommt und alles mit dem goldenen Schwert richtet und sagt, jetzt ist wieder alles gut, jetzt könnt ihr wieder weitermachen. Aber das hast du auch schon gesagt, das wird nicht passieren. Und ich habe auch keine Lust auf die Badu-Leben, also diese Bank, ne, die dir dann erzählt, setz dich mal in deinen Stuhl, wir kümmern uns um die Details. Da kann ich ja nur ganz salopp sagen, leck mich, weil die Details sind doch gerade das Schöne an jeder Sache, die ich intrinsisch motiviert tue. schön, hast du das gesagt. Ja. Also das merkt man und ich glaube, du hast das so toll auf den Punkt gebracht. Es geht darum, dass wir miteinander sprechen und es geht darum, dass wir verstehen, dass alle Gedanken erstmal erlaubt sind. Und dann geht es darum, dass wir miteinander sprechen, ohne aufeinander loszugehen, weil es ist in Ordnung, wenn zwei Meinungen bestehen. Dann muss man mal abchecken, ist das Meinung oder Fakt? Ist Meinung und Fakt vielleicht nicht das Gleiche? Und habe ich vielleicht auf subjektiver Basis meine Meinung rausgehauen und der andere hat faktisch argumentiert, ich wollte das aber nicht an dem Wald. Also es geht wieder darum, sich selbst zu reflektieren und dann eben miteinander zu sprechen und zu bemerken, dass wir auch hier, treibt man ja einen Keil in die Gesellschaft, um die Gesellschaft auseinander, ne? Die Ungeimpften, die Geimpften, die so und die so. Und das müssen wir als Menschen verstehen. Die Geimpften, die Ungeimpften, die Schwarzen, die Weißen, die Gelben, die Grünen, die Blauen, alle müssen das verstehen. Und dann dürfen wir uns wieder zusammentun als Menschheitsfamilie und uns wieder, ja, näher kommen, miteinander sprechen und dann gucken,
Was können wir verändern, damit sowas nicht mehr zustande kommt? Und wenn 12-Jährige zu mir kommen, Ariane, und zu mir sagen, Maurice, wir haben in der Schule Politikunterricht und was wir da gelernt haben über die Demokratie, wo ist das denn eigentlich? Und dann sage ich ja, das ist eine tolle Frage. Würdest du Ja. sagen, das, was du in der Schule lernst, was eine Demokratie bedeutet, ist, leben wir in einer Demokratie? Dann sagen die ganz klar nein. Und wir leben ja auch nicht in der Demokratie, weil du hast kein Mitspracherecht. Du wählst Parteien, die für dich alles entscheiden. Du kannst da nichts dagegen sagen und dann werden zusätzlich hinterrücks immer noch neue Gesetzestexte entworfen und etabliert, ohne dass wir das überhaupt mitbekommen. Ja? Dann werden wir wieder auf irgendeine Katastrophe geschickt und abgelenkt, damit dann hintenrum irgendwas laufen kann. Das müssen wir uns eingestehen, dass das passiert. Und dann können wir es verändern, ja. Ja, und was ich in dieser, Entschuldigung, was ich in diesem Prozess eben total, was benutzt wird, ist diese menschliche, leider diese menschliche Veranlagung, dann gerne schlecht über andere zu reden und jemand diese Hassreden, was ist da dieser Begriff auch, ne? Also dieser, wie du sagst, wir sind eine Menschheitsfamilie, das heißt, so, wenn ich das, diese Vision wirklich habe, dann sind wir alle verbunden. Dann kann ich kein Interesse haben, dass jemand gebasht wird oder Danke. runter, Sehr schön. ja, also, weil das kommt auf mich zurück. Das kann keine stabile Gesellschaft sein, wo ein Teil nicht existieren darf. Ob das ein Volk ist oder was auch immer, das heißt, diese Kultur, die müssen wir umdrehen wieder zu einer Dialogskultur, wo ich voneinander lerne, wo ich Reflexionen wertschätze und wie du sagst auch, was auch mit logischem Denken zu tun hat, was sind Fakten, was sind keine Fakten. Also da gab es ja so kleine Filme, wo Lehrer und Schüler schnell lernen könnten, was denn Verschwörungstheorien sind, ja. So, da wurde dann gesagt, wenn da drei Ausrufezeichen sind oder wenn das nicht dem entspricht, was dann da und da gesagt wird. So. Also, wenn ich im Deutschunterricht aufpasse und einen Text verfassen lerne, eine Meinung, ein Essay über etwas schreibe oder so, ja, dann lerne ich immer Fakten aufzulisten, Pro und Contra und dann eine sinnvolle Argumentation heranzuführen, warum ich mich für die eine oder andere Seite entscheide. Ja, so, warum, und das ist auch die Grundlage von jeglichen wissenschaftlichen Arbeiten Ja. in Humanwissenschaften und so weiter, ja, oder sozialen Wissenschaften. So, und das soll plötzlich dann nicht mehr angewandt werden. Also, das ist völlig, das kann ich nachvollziehen und toll, dass es so reflektierte Jugendliche gibt, die das so dann auch formulieren können, dass sie sagen, das stimmt nicht überein. Es ist definitiv so. Ich kann doch nicht einfach das Bashen als Verschwörungstheorie, ohne dass ich überhaupt eine faktische Grundlage Ja. habe. Ja, und das sind ja psychologische Mechanismen, die wurden ja in der Geschichte schon immer so angewandt, so und so ähnlich, abgewandelt, wie auch immer. Das ist so offensichtlich gewesen. Das ist ja so ein billiges Framing, so, weißt du? Ja. Da gibt es übrigens ein ganz tolles Video von einer ganz guten Freundin von mir. Der Kanal heißt Verborgene Wahrheit und da gibt es ein Video, das heißt Framing. Hat ein super tolles Video gemacht über diesen Framing-Mechanismus, über den du gerade gesprochen hast, ne? Kannst du noch was zu deinen Schülern sagen? Beobachtest du da was? Haben die sich verändert? Sind die öfter krank? Oder allgemein an der Schule vielleicht? Also allgemein an der Schule ist, finde ich, ist mehr Krankheit. So, und auch bei Kindern. Also dass bei vielen das Immunsystem nicht mehr so ist, wie es vorher war, das höre ich schon. Und ich kann noch nicht wirklich, also ich habe vor kurzem das Gefühl gehabt, ich bräuchte eine Fortbildung, um mit bestimmten Schülern umzugehen. Auch menschlich gut umzugehen, die jetzt eben in der Corona-Pandemie 13, 14 Jahre alt gewesen sind, die jetzt Anfang Oberstufe sind oder kurz davor. Da merke ich das sehr stark. Also die damals 13, 14 Jahre alt waren, denke ich, haben
Da merke ich, ist einfach ein unglaubliches Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, aber sehr kindlich, was man dann in Oberstufe nicht mehr erwartet. Dann hat man als Lehrer eben auch diesen Blick, ach ja, ich soll ja jetzt eigentlich diese Themen machen, und merkt, man kommt da gar nicht so mit durch. Ja? Deswegen meinte ich so, ich muss umdenken, weil es ist auch nicht böse von denen gemeint. Es sind nicht Schüler, die eben absichtlich irgendwie Unterricht stören wollen oder so, ja, sondern es ist wirklich ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und an nicht wissen, wie man es macht. Ja, also da fehlen wirklich auch Umgangsformen, da fehlen ein Gefühl auf jeden Fall für die Gemeinschaft, ein Gefühl für menschliche Bindung ist verloren gegangen, ein Ja. großer Teil. Also die Auswirkungen, glaube ich, sind im Moment noch nicht wirklich umfassend zu erfassen. Ich kann nur, also, oder auch, das ist in dieser Gruppe, wo die Masken auch gemacht, also diese Köpfe gemacht haben, empfinde ich immer noch eine sehr große Zurückhaltung und ein Hang zur Depressivität oder zur negativen Sicht und zur Zurückhaltung. Es deckt sich mit dem, was andere Kollegen sagen, die ich immer wieder frage. Ja. Also, und was das längerfristig so also breit angelegt für die ganze Gesellschaft bedeutet, ist sicherlich ein Mangel an Anpack in Krisenzeiten. Ich denke, da wird viel schneller Verwirrung sein, weil es ist ja gerade nicht das Zurückziehen, was die Menschheit hat überleben lassen in Krisenzeiten, sondern es ist der Anpack und die Gemeinschaft, das gegenseitige Helfen, was dein Überleben sichert. Und wenn jetzt wirklich eine Katastrophe kommen sollte, ist mit extremen Ängsten und chaotischen Reaktionsweisen in dieser Gruppe zu rechnen, was dann auch noch mal eine Aufgabe sein wird, das versucht zu lenken oder zu führen oder damit umzugehen. Und also es ist ein Mehrarbeit. Also wie du auch gerade gesagt hast, dass diese Mechanismen in der Geschichte von übermäßiger Kontrolle, von nicht mehr denken, nicht mehr die Ressourcen, die da sind, heranziehen und nutzen für die Menschheit und für die Gesellschaft. Eigentlich sind diese Systeme nur sehr kurzweilig gewesen. Ja, und auch wenn sie extrem aufgebauscht werden in dieser Gesellschaft, weil sie sehr negativ sind, das finde ich zum Beispiel auch, man sollte Schülern viel mehr auch den Reichtum der deutschen Kultur nahebringen. Also man muss jetzt nicht immer nur auf 12 Jahre sich beschränken, die man vermittelt, ja. Also wir haben so ein Reichtum an Denkern, die großen Denker, Goethe, Schiller, Kant, ja. Ach, das sind ja alles Verschwörungstheoretiker. Um Gottes Willen. Also ich meine, jede Kultur hat wirklich so ein Reichtum, und ich finde auch, wir Deutschen sollten unbedingt wieder unseren Reichtum auch erfassen und damit auch unsere Aufgabe in der Menschheit übernehmen. Wir können gut Dinge strukturieren, durchdenken, wahrnehmen auch künstlerisch. Und wir sollen unbedingt den Dialog wieder fördern, so wie wir das in der Vergangenheit oft gut machen konnten, weil wir denkerisch die Dinge hinterfragen und verschiedene Positionen einnehmen können. Und wir sollten unbedingt wieder auch in großen Konflikten diese Position wieder einnehmen und unsere Qualität wieder für die Menschheit einsetzen. Also ich meine, ich muss dann immer denken, jeder einfache Pädagoge, der einen Konflikt mit Kindern begleitet, weiß, dass er muss beide Kinder anhören, den Geschlagenen und der geschlagen hat. Es ist nicht der, der geschlagen hat, immer nur alles schuld. Da gibt es ein Vorspiel, das ist mindestens oft genauso gemein gewesen, so, und man geht in den Dialog, und Kinder lernen sehr schnell, dass dann die Welt auch schon ganz anders aussieht. So, ich verstehe nicht, warum im 21. Jahrhundert auf der großen Bühne
diese einfachen zivilisatorischen Errungenschaften nicht mehr angewandt werden. Und ich denke, es ist wichtig, sich auszutauschen und eben ja den Dialog nicht zu verlieren. Absolut. Und wir haben ja, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wir haben eine Stunde telefoniert, ja, für eine Dreiviertelstunde oder sowas, gestern, vorgestern, ne? Und ich bin ein Experte auf dem Gebiet, wo ich arbeite. Aber ich habe von dir gestern oder vorgestern, als wir telefonierten, habe ich ganz viel für mich mitgenommen. Ich lerne jeden Tag von anderen Menschen, von Kindern wie von Alten und Jüngeren und keine Ahnung was, ja. Ja, ich Einfach, auch. ja. Oder ich gehe raus auf die Straße und sehe einen Vogel und lerne etwas von dem Vogel. Ja. Oder vom Baum oder ja, was auch Ja. immer. Und das macht das Leben auch spannend so. Jeder Total. Tag ist da neu und ich muss nicht fertig sein. Ich kann ein Wesen in Bewegung sein, ne? Ja, und der, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer hat es gesagt. Du kannst im Leben nicht ankommen, hat irgendwann mal jemand auf einer großen Bühne gesagt. Und da dachte ich mir, wow, das ist toll, weil dann habe ich jetzt gar keinen Druck mehr, dass ich schneller vorwärts kommen muss, ne? Weil das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding. Du bist immer so getrieben. Und das hat mir geholfen, mich einfach zurückzulehnen und zu sagen, naja, ich entwickle mich eh bis zum Ende meines Lebens. Und das weiß ich, weil ich ganz andere, viele tolle Persönlichkeiten schon angeguckt habe. Die haben das Gleiche gesagt und ich fühle das ja, ob das so ist oder nicht. Und insofern brauche ich mir gar keinen Stress machen. Ich schaue halt einfach immer, was es braucht und arbeite konstant an mir. Und das Schöne daran ist, das ist anstrengend an sich zu arbeiten, aber ich werde dadurch jeden einzelnen Tag glücklicher und glücklicher. Und dann, weißt du, das ist doch großartig. Ja, ich freue mich total, dass wir auf diese, oder dass ich auf diese Skulpturen und auf deine Arbeit aufmerksam gemacht wurde, dass das auch wieder nach außen gehen kann, ne? Ich meine, jetzt haben wir 2023, wenn wir das, ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit, auch sowas jetzt immer mal wieder zu veröffentlichen, weil jetzt sind ja die Emotionen auch so ein bisschen runter, ne? Und da haben wir die Chance, dass wir da wieder viele Menschen mit erreichen. Und wie gesagt, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ich glaube, wenn man sich das anguckt und weiß, die Aufgabenstellung war, bitte erstellt einen Kopf mit einem Gesicht und dabei kommt das heraus, dann, boah, ja, das macht was mit mir. Ja, ist auch so. Die wollten das nicht verbalisieren, aber die Schüler waren einverstanden, dass das ohne ihren Namen veröffentlicht wird. Super. Und das kannst du auch deinen Schülern gerne ganz, ganz liebe Grüße von mir bestellen, wenn sie es interessiert. Da gibt es so etwas, das heißt die Strichmännchen-Technik. Und da geht es eben darüber, bildlich die Gefühle auszudrücken, ne? Und so ist es ja bei manchen Menschen. Manche Menschen können darüber sprechen, manche malen eben Bilder oder machen das ja, spielerisch, künstlerisch über das Instrument oder wie auch immer. Und insofern ist das, was ihr da gemacht habt, eine großartige Möglichkeit, das, was man in sich trägt, nach außen zu bringen. Und das sieht man auch, was die da in sich tragen und nach außen gebracht haben. Ja. Uns Vielen wurde Dank für die Möglichkeit. gerne. Ariane, gibt's noch etwas, worüber du gern sprechen würdest? Oder gibt es vielleicht noch sowas wie einen Appell an, weiß nicht, an wen auch immer? Ich glaube, wenn du mich so fragst, ist es, ich glaube, wir sollten die Angst vor dem Unbekannten verlieren. Mehr Vertrauen in das Leben zu haben. Und auch wenn man und auf altbekannte Werte wie Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit und Respekt, Liebe, also sich konzentrieren. Und auch wenn die Umstände, denen wir entgegenblicken, verwirrender sein werden, denke ich, zwingt uns das, auf die wirklich wichtigen Dinge zu schauen. Und das können wir nur selber wahrnehmen. Und das können wir nur selber denken. Das kann uns niemand abnehmen. Und ja, das ist, glaube ich, was ich sagen will, so keine Angst,
wenn Dinge unbekannt sind. Ja. Oder auch geheimnisvoll. Ich glaube, also wir tun so, als hätte die Wissenschaft hat auch wahnsinnig, wahnsinnig viel herausgefunden und ist auch bewundernswert. Aber wie sie sich auch anstrengt, sie wird nicht das Geheimnis des Lebens selber lüften können, warum das Leben da ist. Und das ist gut so auch. Das ist nicht schlimm. Ich glaube, wir dürfen forschen, aber wir dürfen uns auch nicht wundern, dass der Ursprung des Lebens selbst ein Geheimnis ist. Und ein Geheimnis, aber was es gut mit uns meint. Und was, auch wenn wir nicht alles verstehen, letztendlich sinnhaft und gut ist. Und ich glaube, dass wir glücklicher sind, wenn wir diesem Leben dienen. Dann hast du gesagt, Angst vor dem Unbekannten loslassen. Ja, das möchte ich auch unterschreiben, weil du kennst ja auch sicherlich Menschen, die dann von so einem ekelhaften, langweiligen Alltag sprechen. Ja, wenn du jeden Tag das Gleiche machst, das gleiche Essen bestellst, die, und so weiter, ja, dann wird das Leben langweilig und dann spricht man eben von einem Alltag. Ja, aber es reicht schon, wenn du mal einen anderen Weg zur Arbeit nimmst. Und schon kriegt das Gehirn, ja, Albert Einstein, der pure Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Also da auch sich nochmal bewusst zu machen, als wir klein waren, da waren wir voller Entdeckungsfreude, ja, und da bestand das, da, ich liebe das heute noch, wenn ich wandern gehe, dann liebe ich es, Bereiche zu erkunden, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich weiß eh, was mir da begegnet, ja, Bäume, Laub, Rasen und so weiter, aber trotzdem, weißt du, dieses Entdecken und Gestalten und Kreativsein, das ist doch das. Und das ist etwas, was uns von der Natur gegeben wurde. Das wurde uns wieder genommen und jetzt müssen wir uns wieder zurückzuholen. Aber das ist extrem wichtig, dass wir uns das wieder zurückholen. Ariane, ich könnte stundenlang mit dir plaudern. Das machen wir dann auch noch privat. Vielleicht lassen wir es einfach mal heute so stehen und. Ja, wenn vielleicht ein paar Kommentare da sind von anderen Menschen, die sich wünschen, nochmal ein explizites Thema anzusprechen, dann können wir das ja gerne machen, irgendwie im Nachgang. Ja, sehr gerne. Ich bin auch gespannt über Kommentare und würde mich Genau. freuen, Eindrücke zu hören. Und vielen Dank an dich, dass also auch im Namen der Schüler, denke ich, die Möglichkeit, dass diese Köpfe in die Öffentlichkeit, kommen und ja, ein Dialog dadurch entstehen kann. Gerne. Und das auch nochmal für alle gesagt, die uns zuhören. Also jeder Mensch, der etwas zu sagen hat, darf sich gern bei mir melden. Ich habe ja in der Corona-Zeit schon angefangen, mit Kindern Interviews zu führen, ganz viele. Und irgendwann hat das dann aufgehört, weil dann war das Thema nicht mehr brisant genug. So, ja. Aber es geht ja um die Kinder, dass die sich aussprechen. Und du weißt ja selber, wie heilend das ist, wenn man etwas, was man in sich trägt, nach außen rauslässt. Und insofern, also wenn eure Kinder etwas zu sagen haben, sich Luft machen wollen, wir machen hier gerne anonyme Interviews, meldet euch einfach per E-Mail-Adresse und dann. Ariane, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Sein und Wirken. Ich Und danke dir. ja, sehr gern. Ich freue mich auf alles Weitere und auf eine spannende Zeit. Vielen Dank, viel Erfolg bei deiner Arbeit. Danke.